Ja, und es sind wir auch wieder zu einer weiteren Folge Metro 2033. Ja, ich bin immer noch hier auf den Gleisen, warte darauf, dass ein Panzer kommt, beziehungsweise habe Angst davor. Umdrehen, umdrehen. Ja, genau. Geht auch schon wieder los. Ich kann gerade eben nicht. So, geil. Weil ich still noch nicht über den Weg schießen kann. Ich muss die Steuerung klappen mit Pau und D lenken. Ich werde sowas von drauf gehen. Oder auch nicht. Oh. Feind vom Hinter. Ja. Ich versuche mein Bestes. Allerdings mein Freund versucht immer zu schießen. Und dann gehen wir weiter. Wunderbar. So. Oh, gerade noch davon gekommen. Ja, gerade noch auf jeden Fall. Oh nö, oh nö. Oh nö, nicht schon wieder irgendwas. What the hell? Na, bitte schneller. Oh Gott, oh Gott. Ich werde so hart einstürzen. Oh, jetzt sind zwar hier. Oh lol. Alles klar, Endstation. Würde ich mal sagen. Ich bin ausgestiegen, bevor mir überhaupt gesagt hat, dass ich aussteigen muss. Haha, ich bin gut. Beeilung, Artyom, ich bin schon auf der Weg. Ja. So, warte. Kann man da rein? Ja, kann man. So, mach's gut. Wir lösen, was da drin ist. Und da ist ein Schlüssel. Und da ist ein Safe. 150! Ja, natürlich. Dich mag ich nicht so. Warte mal, nichts besser als die als eine zweite Shotgun, ne? Ja, gut, also komm. Nehmen wir es mal mit. Warte, was ist drin? Jo, was hier für ein Arsenal ist. Ist okay, ist okay. Ja, hier noch was? Ne, ein Motor. Können wir auch mitnehmen eigentlich. So, hier noch irgendwas. Ne. Gut, ich bin da mal voll, ne? So, Mignon, ich komm wieder. Wo ist der Dude denn? Hallo? Ah, okay, gut. Schaut sich die Gegend hier an. Oh. Wagen. Resine, glaube ich, oder? So wie das aussieht. Nach unserem Gefecht mit den Faschisten schien der Weg einfacher zu werden. Wieder einmal lag ich falsch. Ja, ist auf jeden Fall cool, ne? Ladevorgang. Ja, Ladevorgänge sind schon was Schönes. So. Was da? So, dann ist da der schwarzen Station warten. Ist nachgeladen? Ja. Vorsicht, Duggen! Verdammt! Mussten die all diesen Schrott bauen? Pass auf, sonst wirst du erschlagen. Also, Duggen oder schießen? Ja, unheimlich hier. In diesen Tunnels musst du immer aufpassen. Eine Sekunde unaufmerksam, dann bist du tot. Da gab es diesen Vorfall. Nur seine Stiefel. Was ist das für eine Kurve? Warte mal, warte mal. Dazu, wir kommen bald an der Station an. Sie sollte verlassen sein, aber sei auf alles gefasst. Da vorne ist was. Licht, hier muss jemand sein. Erledige ihn, Option. Schließ die Tore. Das ist der Start. Jetzt müssen wir schnell hier rauskommen.
Oh, ich bin gerade übelst aus der Durchfahrt, ich bin gerade eben auf. Ja. Ich glaube, das ist nicht so gerade gut bei ihm. Aber ich habe gerade gespannt, den Kelp dazu gehört. Ja. Ich schieße schon wieder wie eine 1. Wie eine 1, sage ich euch. Oh, wie wollen wir schnell werden? Uiuiuiui. Uiuiuiui. Ich werde da mal hinten her schießen. Ich glaube, ich will mir doch wieder ein Ding. Wie heißt sie hier? Bastard. Puh, Gott sei Dank, dass sie keinen Wagen haben. Sonst hätten sie uns in diesem Tunnel erwischt. Sag das nicht so laut, mein Freund. Oh nein. Bitte. Was ist denn das? Da war noch immer. Haben sie die Luft gehabt? Aua. Danke. Ich muss auf mich. Oh, ja, ich krieg halt eine Fresse. Yippie! Schön, wie sich die Reifen auch drehen. Das ist ja der Wahnsinn. Hi. Da dürfen wir gar nicht drüber kommen. Aber gut. Das ist eine Leiche. Gut, weißt du, wo wir hin müssen? Weil wie das Licht so zu ihm geht. LOL! Oh, was bist du denn? Das Depot! Ich habe so viel davon gehört! So sieht es also aus! Cool! Und jetzt? Oh Gott, ich höre nichts Gutes. Ich höre ganz und gar nichts Gutes. Und ich glaube, ich will das auch nicht hören. Boah! Nein, nicht nein, 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 nein. Oh lol! Hi! Tschüss! Ja, wunderbar. Gott, lad nach, bitte. Hol. Nein, nein, nein. Und wer steuert das Ding? Steig doch da hinten auf. Steig doch da hinten. Oh mein Gott, ist das schnell. Ich will nicht sterben. Ich bin noch zu jung, ich bin noch zu jung, ich bin noch zu... Ja, ja. Oh, ja. Oh ja. Ja, wunderbar. Heilige Maria, Mutter Gottes. Okay, das heißt, wir können ihn nicht mehr retten. Und der Kerl ist des Todes geweiht. Nachladen, bitte. Ich möchte jetzt nicht mit einem leeren Magazin herumschwirren. Vor allem nicht hier. Nee, andere Seite. Da glaube ich, konnte man, glaube ich, reingehen. Oder? Nee, auch nicht. Ach, ja, na guck mal einer an, du. Schnipp. Mitnehmen? Voll. Ich sag, okay. Kann ich nicht aufmachen? Nee, ne? Schade. Man trinkt jetzt bestimmt sich irgendwas zu holen. Gutes Deutsch, dann trinkt sich bestimmt sich irgendwas zu holen. Ja, was auch immer. Ey, hier könnte man reingehen. Mache ich jetzt auch. Oh. Irgend cooler verbesserte Revolver. Da. Die will ich lieber mitnehmen. Da ist der Rückstoß irgendwie nicht so komisch.
Oh, und die hat schon die Kühlung dabei. Ja, ne? So. Was haben wir sonst noch so? Messer, ein bisschen Munition. Noch mehr Munition, irgendwas Totes. Oh, da vorne leuchtet's. Wunderbar. Da kann man nichts aufmachen. Ich habe gar nicht auf den Sitzen geschaut. Ach egal. Kann ich ihn auf dem Rückweg machen. Ich schaue jetzt erstmal auf den Boden. Holy shit. Oh, ein roter. Mit einem tollen Revolver. Ich habe Angst, da hinten rauszugehen. Wir sind nicht wirklich Angst, aber Respekt. Sagen wir Respekt. Oh lol. Ah, meine Nase juckt. Nichts. Nichts. Hä? Wo muss ich denn hin? Wie in die Richtung? Hä? Hä? Von da komme ich doch. Oh lol. Oh, wo muss ich eigentlich hin? In die Richtung? Nee, gut. So, tu mal die her und tu mal dein Ding her. So. La 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 la. Ja. Ja, halt mal bitte die Luft an. Mein Gott, mach mal eben mal kurz so. Wunderbar. Zeig mal die Maske wieder noch. Ist ja nicht. Ah, nachladen. So. So. Lecker. Schaut gerade irgendwie. Ich hoffe schon aus wie Wasser, aber das schaut aus wie Blut. Also wird schon mal gut sein, hoffe ich. Ah, okay. Nach Babels Tod war ich allein. Irgendwie musste ich die schwarze Station erreichen, Ullmann treffen und mich von ihm zur Polis bringen lassen. Ja, wäre nicht schlecht, dass wir zur Polis kommen. Wäre absolut nicht schlecht. So, komm, Ladevorgang. Mach schneller. Bitte, bitte, bitte. Ja, okay. Ah, gut. Lol. Spinnen. Ratte. Oh. Eigentlich sind die Ratten voll die knuffigen Tiere. So ein kleines Viech mit so einem. Geräusch schon höre, aber ich bin gleich da. Ein Mensch, aber wie? Komm her, schnell! Jo! Man sieht selten einen Menschen in diesen Tunnels. Sprich mit dem Hauptmann. Wir stecken hier tief in die Scheiße. Und du jetzt auch. Hauptmann, wo ist Hauptmann?
du Hauptmann? Nein. Wir sind alle erledigt. Wer ist Hauptmann? Ich weiß nicht, was du hier draußen machst, aber ein weiterer Schütze ist immer willkommen. Der Weg zur Station ist gesperrt, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Mach dich kampfbereit. Nimm alle übrige Munition aus dem Lager. Du bist jetzt einer von uns. Wir nennen unseren Trupp Kinder des Untergrunds. Cool. Freunde, wir müssen ah! Oh Gott! Ja! Siehst du das? Scheiße, sie sind in der Welt nicht mehr! Ruhig bleiben! Aber ich hab da ja was vorbereitet. Okay. Ja, auf jeden Fall. Genauso. Ja, ich glaub... Was mit dir? Kommen die aus den Rohren oder kommen die da raus? Oder ist das aus beiden? Nix ist. Jo. Ach, der wird hinten geben. So. Warum attacken ja nicht nur mich? Nachladen. Fuck, bin ich gerade daneben geschossen. Ist so wunderbar. Ich möchte auch nur nachladen. Sind wir mittlerweile auch schon zerrissen oder so? Oh, Mami. Ich hasse diese Biester. Du, zeig mich mal bitte kurz. Oh, nicht schon wieder. Na komm schon. Das kriegst du hin. Das können wir besser. Ja. Es sind so viele Mutanten durchgekommen. Bolis muss gewarnt werden. Aber meine Tage sind gezählt. Wie du sehen kannst. Ja. Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Gehe zu unserer Funkstation. Kontaktiere Bolis
und sende die Notmeldung, die ich vorbereitet habe. Viel Glück, Bruder. Ja, gib's mir in die Hand, ist in Ordnung. Da, hast du noch irgendwas? Schaut nicht so aus. So. Ja, dann schauen wir uns doch eben mal kurz um, ob es nicht hier noch irgend... Oh, dann muss ich da lang? Ja, muss ich. Oh, ich drück. Immer nur kurz, und dann macht das Feuerzeug an. So, wunderbar, das ist eine Notiz, kann ich nicht aufmachen? Nee, gut. Ach, von da komme ich, okay. Da geht's runter. Jetzt darf ich Auto fahren, yippie. Auto fahren. Oh, schaut voll cool aus. Hä? Ernsthaft, ich darf nicht mit dem Ding fahren. Ich muss ernsthaft laufen. Wow. Warum? Hä? Das Ding kann er doch wegziehen. Die zwei Teile auch weg. Oh. Wie sad ist das? Oh Mann. Das finde ich jetzt. Oh, lol. Obwohl, könnte man vielleicht durchkommen. Schneller machen. Musik ist immer gut. Eigentlich. Holy crap. Ja, zeig gleich Gasmasken auf. What? Was? Als ob die Viecher eine Falle bauen können. Holy crap. Kann ich auch da lang? Oh lol. Ich kann sogar rein. Hi. Ja, bin jetzt nicht mehr gut. Meins, ausmachen hier. Hast Feierabend. Oh, mein Schlüssel. Muss ja auch irgendwo ein Set. Also. Okay, da muss hier irgendwo noch ein Safe sein, der verschlossen ist. Oh, jetzt geht doch mal. Ich will doch nur da hinten hin. Mami. So, nee. So. Ich hab doch einen Schlüssel. Okay, dann hab ich nichts. Hier vielleicht. Wow. Tut mir ja sorry. Oh nein, da kann man hoch. Schauen Sie, würden ein paar Viecher verrecken. Ich glaube, das ist auch nicht der Weg, wo ich hin muss, rum muss, wie auch immer. Oh Gott, erschreck mich doch nicht so. Bitte. Hier, komm, gib ihn. Da ist ein kleines Mistviech.
Ey. Die schrecken mich übelst zur Sonne. Oh, yo. 6 Schuss. Also, ich bin voll. Ja! Ist in Ordnung. Was ist denn mit denen? Kommst du gar nicht drauf klar. So. Nur noch 8 Schuss. Hallo? Wow. Wo die kleinen Kackdinger nicht drauf gehen wollen. Oh, jetzt bei den Trämmern. Wo muss ich überhaupt hin? Durchs Feuer. War klar. Kriegsfähig. So, warte mal. Ey! So, jetzt bin ich auf den Sack. Wir haben sie auf jeden Fall gebettelt. Das heißt, hier muss ich auch lang. Stimmt's? Ja. Ich höre ein Kind. Onkel, Onkel, komm schon, steh auf. Wir werden gefressen. Bitte wach auf. Warum schläfst du noch? Lass uns zu Mama gehen. Du hast gesagt, du bringst mich zu Mama. Du hast es versprochen. Hau ab, lass mich in Ruhe. Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Bitte, Onkel, bist du verletzt? Sag etwas. Er wacht nicht auf. Ich glaube, er ist tot. Er ist tot, oder? Wie komme ich jetzt nach Hause? Du nimmst mich mit? Ich kenne dich gar nicht. Aber wenn nicht, werde ich wohl von den Monstern gefressen. Du hast eine Waffe? Okay. Dann sollte ich wohl mit dir gehen. Du kannst Monster erschießen, oder? Nee, ich frag sie, ob sie sich hinlegen und ergeben wollen. Okay, mein Name ist Sascha. Du schießt und ich gebe dir Rückendeckung. Ja, okay. Er hockt jetzt auf meine Schulter. Ich hasse es, meinen Onkel hier zu lassen. Oh, oh. Ich habe meinen Onkel besucht. Er wollte ist das jetzt eine komische Steuerung? Als die Monster kamen, sie sprangen ihn an. Er begann zu schießen, aber dann hat ihn ein großer Nosalis ins Genick gebissen. Aber Onkel ist wirklich stark. Er hat ihn mit dem Messer getötet. Du siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ich werde dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Sie haben gerade im Wunder. Ich habe eine Maske auf. Ich würde da eigentlich fast verrecken, aber warum er nicht? Oder hier ist hier die Luft wieder in Ordnung. Da! Wo da? What the? Weißt du was? Wisst ihr was? Nein, nein. Ich mag nicht mehr. Ich höre jetzt auf mit der Aufnahme und mach dann beim nächsten Mal weiter. Macht's gut und bis dann.